Auch der Juli ist wieder vollgepackt mit Spielen und es sollte für jeden etwas dabei sein. Und damit wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir werfen einen Blick auf die Spiele-Neuerscheinungen im Juli, denn auch hier gibt es wieder einige gute Titel, die erscheinen. Den Anfang macht hier Exoprimal, ein Third-Person-Shooter, wo ihr in Exosuits gegen Dinosaurier antretet. Das Ganze könnt bzw. solltet ihr auch im Team machen, denn dieser Titel ist auf teambasiertes Spielen ausgelegt. Dabei schlüpft ihr auch in verschiedene Rollen wie Tank, Unterstützer oder Angriff. Exoprimal erscheint am 14.07.2023 und zwar auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie PlayStation 4 und Xbox One. Weiter geht's mit Jagged Alliance 3. In Jagged Alliance 3 solltet ihr den verschwundenen Präsidenten wiederfinden und euch der paramilitärischen Legion stellen, welche die Kontrolle übernommen hat. Dafür stellt ihr euch eine Truppe aus Söldnern zusammen und diese könnt ihr mit Waffen und Ausrüstung modifizieren, um der Herausforderung gerecht zu werden. Die Story könnt ihr sogar im Koop-Modus erleben, wenn ihr das möchtet. Jagged Alliance 3 erscheint ebenso am 14.07.2023 für den PC. Das nächste Spiel wird dann Immortals of Aveum sein, ein Einzelspieler-Magie-Shooter aus der Ego-Perspektive. Ihr seid dabei einem Orden aus Kampfmagiern beigetreten, um die Welt vor dem Untergang zu retten. Der Titel sah in den ersten Trailern schon wirklich gut, wenngleich auch etwas hektisch aus. Interessant ist dieser Titel allemal. Erscheinen wird Immortals of Aveum am 20.07.2023 für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X und S. Mit Remnant 2 geht es dann weiter, der Fortsetzung von Remnant from the Ashes. In Remnant 2 tretet ihr gegen neue tödliche Kreaturen und gottartige Bosse an. Auch hier könnt ihr euch den Gefahren entweder allein oder mit Freunden stellen. Die Dungeons und Gebiete, die ihr betretet, werden allesamt dynamisch generiert sein, somit sollte für genug Abwechslung gesorgt sein. Remnant 2 erscheint am 25.07.2023 für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series X und S. Der nächste Titel ist Ratchet & Clank Rift Apart, ein Titel, den einige schon von der PlayStation 5 kennen werden. Dieser Titel kommt nun auch auf dem PC und ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, denn schon auf der PlayStation 5 hatte ich meinen Spaß damit. Und wenn ihr auf dem PC mit dem PlayStation 5 Controller spielt und diesen per Kabel mit dem PC verbindet, dann bekommt ihr sogar das haptische Feedback der Trigger zu spüren, welches schon auf der PlayStation 5 sehr gut umgesetzt war. Bleibt zu hoffen, dass der Port von PC zu Konsole reibungslos verläuft und grafisch auch eine so gute Figur wie schon auf der PlayStation 5 macht. Erscheinen wird Ratchet & Clank Rift Apart am 26.07.2023 und zwar für den PC. Den Schlussstrich zieht hier der F1 Manager 2023. Zu diesem Titel muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Ihr müsst ein Team an die Spitze in der Formel 1 führen. Dabei verwaltet ihr alles von der Garage an bis hin zur Startaufstellung, ihr organisiert Personal sowie Einrichtungen, baut Autos und passt jedes Detail selber an. Somit liegt der Erfolg oder Misserfolg einzig und allein in euren Händen. Wenn ihr euch den F1 Manager 2023 vorbestellt, könnt ihr sogar schon 4 Tage früher starten. Regulär erscheint der F1 Manager 2023 am 31.07.2023 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie PlayStation 4 und Xbox One. Ihr seht also, selbst im Juli sind einige gute Titel dabei, was man sonst so gar nicht gewohnt ist in den Sommermonaten. Ich hoffe, euch hat dieses Video wieder gefallen. Wenn ja, lasst gern einen Daumen nach oben da dafür, abonniert diesen Kanal hier und aktiviert auch die Glocke dazu, damit ihr keines der nächsten Videos mehr verpasst und natürlich auch immer eine Benachrichtigung bekommt, sobald hier ein neues Video online geht. Ich sage jetzt wieder danke, dass ihr reingeschaut habt. Bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao, ciao.